Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da mehrere gefragt haben, was unser YouTube-Equipment ist, werden wir euch heute unser ganzes YouTube-Equipment zeigen, was wir nutzen an für Filmen, für Licht oder Ton oder sonstiges. Das werden wir in diesem Video zeigen. Wir starten mit der Kategorie Drohne als erstes. Da nehmen wir jetzt uns erstmal den ersten beliebigen Koffer. Den machen wir auf. Und das ist die DJI Mini 3 Pro mit dem RCN 2 Controller und 5 Akkus. Nehmen wir mal kurz die Drohne raus, klappen die mal auf. So, das ist die DJI Mini 3 Pro. Kann man auch noch einen Akku reinstecken. Anschalten. Genau. Dann haben wir hier den RCN 2 Controller. Das ist der etwas teurere Controller mit dem integrierten Display. Kann man hier diese Noppen dran schrauben, die hier hinten befestigt sind. Und den kann man ebenfalls mit einmal kurz und einmal lang klicken, anschalten, und nach einer bisschen Wartezeit verbindet sich der Controller auch mit der Drohne. So, jetzt sind wir in der Kameraansicht, kann man auch gut sehen, wenn ich die Kamera jetzt bewege, sieht man alles schön und gut. Die folgt auch mit Schwenken, also nicht, dass es so ruckartig ist, sondern wirklich so richtig sanft. Ja. Dann kann man das wieder ausschalten. Dann haben wir hier ein bisschen Zubehör, Filter, einen Weitwinkelfilter, damit wir breitere Aufnahmen zum Beispiel machen können. Dann haben wir noch ein paar ND-Filter. Schauen so aus, ähnlich wie die anderen, nur dass die halt komplett gespiegelt sind und nicht so eine Art Lücke drin haben wie bei der. Dann wie gesagt die Akkus, eine Ladeschale und hier so Noppen, dass wenn zum Beispiel man einen Akku hat und der war voll, kann man eine grüne Noppe drauf tun, damit man weiß, das ist ein voller Akku. Und wenn er leer ist, wenn man den wechselt, kann man eine rote nehmen, dass man weiß, dass das ein leerer Akku ist. Auch wieder zurück tun. Dann haben wir hier ein bisschen Ersatzzubehör, dass falls mal irgendwas passieren sollte, die in Ast reinfliegen sollte, dass man noch Ersatzpropeller haben tut, für den Notfall. Man sollte die auch nach einer Zeit so aufwechseln, weil sonst hat man so einen Effekt in der Kamera, der so verschwommen ist, das nennt man den Jelly-Effekt. Und noch einen Schraubenzieher, damit man halt die Propeller wechseln kann. Dann haben wir hier sämtliche Ladekabel, um die Drohne zu laden, für den Adapter, also für das Multiladegerät und den Controller. Das war dann schon die erste Drohne. Und dann war das auch schon Nummer 1, die Mini 3 Pro. Dann kommen wir zu einer etwas größeren Drohne, zur DJI R2S. Eine schwerere und größere Drohne. Kann man auch sehen, ist größer als zum Beispiel die Miniserie oder so. Zwar nicht auch nicht wesentlich, aber macht trotzdem schon
einiges an Gewicht aus. Haben wir wieder hier Akkus, zwei separate und einen, den ich gerade reingesteckt habe. Dann den RCN1 Controller, also den normalen ohne Display. Ersatzpropeller, das sind andere wie bei der Miniserie, die sind so dran gesteckt, die kann man dann auch ganz simpel dran stecken und fest sind sie, also die sind wirklich fest, da geht dann gar nichts mehr. Braucht ihr auch nicht während des Flugs Angst haben, dass die auf einmal abfliegen. Ist wirklich sicher. Kann man auch mal kurz dran tun, damit man das sieht. So, Mist, jetzt habe ich das falsch schon drauf getan. Ist nicht gut, sollte man unterlassen. So, müsste fest sein. Kurz auf die Seite. Und ja, dann haben wir jetzt noch hier, wie bei der anderen Drohne, Filter. Das sind etwas größere, da die eine größere Kamera auch besitzt, mit einem größeren Sensor. Dann haben wir hier das Ladegerät. Das wird im Endeffekt angesteckt an so einen Adapter. Jetzt mal kurz schauen, wie das angehört. So, genau. Und dann kann man wirklich ganz einfach, das müsste jeder hinkriegen, die Akkus wirklich nur hier drauf stecken. So, und dann noch kann man das Kabel hier halt noch an das Ding anstecken und kann man in eine ganz normale Steckdose reinstecken. Braucht man also keinen Adapter dazu, damit man es an USB-C anschließen kann. Dann haben wir hier noch so eine Art Powerbank, das ist auch ganz cool. Kann man den Akku hier drauf stecken. Dann kann man mit einem Ladegerät, wie zum Beispiel jetzt den hier, könnte man ein Handy zum Beispiel laden mit dem Drohnenakku, ist auch ganz cool. So. Haben wir dann noch hier, genau, hier haben wir noch Ersatznoppen für den Controller, falls da mal so eine Noppe verloren geht. Geht ganz schnell und sind vor allem sehr klein. Dann tun wir den auch kurz mal aufbauen. Kann man zum Beispiel jetzt hier mit dem Kabel, das hier sich drin befindet, hier ist zum Beispiel jetzt ein Lightning-Kabel drin, damit man jetzt zum Beispiel ein Handy da rein tun kann. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den iPhone, steckt mal an, und dann kann man das, so, warte, reinstecken. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum reingesteckt. Kann man den Controller zum Beispiel kurz anschalten, kurz Passwort eingeben. Und dann kommt man auch schon automatisch mit dem Schnellstart in die DJI Fly App. Kurz akzeptieren. So, genau. Und dann kann man auch hier die Drohne starten. Die hat einen integrierten Lüfter, das heißt, die kann sich selbst kühlen. Dann hat man zum Beispiel auch jetzt hier wieder, ist der Gimbalschutz noch drauf. Sollte man vor dem Starten abnehmen, damit der Gimbal sich kalibrieren kann. Dann haben wir wieder hier, wie bei den anderen, so einen
stabilisierten Gimbal, das steht ja auch, Gimbal, dass der sich, dass die Aufnahmen ruhiger sind. Dann kann man auch, der hat meiner Meinung nach auch den besten Start von allen Drohnen. Also wenn man die jetzt so in die ruhige Position gibt, dann macht die so einen langsamen und dann so einen schnellen Start. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Haben die anderen nicht wirklich. Das habe ich bei bisher jetzt nur bei der R2S gesehen. Ja, das war es dann auch soweit mit der R2S. Kann man auch wieder ausschalten. Warten bis es aus ist. Kann man den Akku raustun. Wenn es geht. Das Coole ist bei den Akkus, da kannst du drauf tippen und dann kannst du wirklich den Akkustand so sehen, ohne den in die Drohne reinzustecken. So, tun wir mal kurz die Propeller ab. Damit die im Koffer nicht wieder kaputt, also nicht kaputt gehen. Dann haben wir auch noch bei der R2S. Das Coole ist bei der, die hat Hinderniserkennung nach oben, nach vorne, hinten und unten. Und die hat auch noch ein zusätzliches Landelicht. Warte. Dann hat die halt hier, kann man, also da hängt das Kennzeichen. Dann kann man hier noch die Micro-SD-Karte reinstecken, damit die die Aufnahmen gleich dort speichert. Und jetzt auf geht. Hier kann man die zum Beispiel noch mit einem USB-C-Kabel an den Computer anschließen, kann man sonstiges Zeug machen. Und ja, so, dann wenn die kurz Verbindung aufgestellt hat, aufgebaut hat, kann ich euch auch kurz das Landelicht zeigen. Ist auch schon verbunden, geht eigentlich recht schnell. Dann kann man hier unter, wenn man da, also hier auf die drei Punkte geht und auf Sicherheit, muss kurz suchen. So, genau, dann kann man hier zum Beispiel die Zusatzbeleuchtung einschalten. Dann hat man unten so ein kleines Licht. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht zu sehr. Ja, kann man halt auf automatisch stellen, an oder komplett aus. Wir stellen es auf automatisch, damit es, wenn es dunkler ist, das automatisch angeht. Ja, das war's dann auch schon. Also da gibt es jetzt nicht wirklich was mehr zu zeigen. Kann man das Handy auch wieder wegtun. Controller zusammenräumen. So, dann kommen wir schon zur vorletzten, zur größten von allen. Und zwar zur DJI Mavic 2. Pro. Das ist die Drohne, die ist allein schon so größer als die Miniserie. Kann ich ausklappen. Und wieder zum Vergleich zur Miniserie. Die ist nochmal erheblich größer als die davor. So, warte, kurz den Gimbalabschuss nehmen. Schuss abnehmen. Bei dem ist das anders, der hat nochmal so ein bewegliches Teil drin. Leider aktuell haben wir nur einen Akku dafür, aber der ist auch recht teuer, also hält aber schon recht gut. Dann den Controller. Das ist noch ein älterer. So. So. Ich glaube, drin konnte man die auch. Genau. Das ist noch ein älterer. Klappt man den noch aus. Hier unten. Und dann kann man hier unten auch das Handy reinstecken. So, dann ist das eigentlich auch recht fest drin. Also ihr seht, das ist wirklich rutschfest. Das geht nicht raus. Ich kann hier jetzt zum Beispiel die Drohne einschalten. Das ist wie bei der R2S wieder, dass der Akku hier selbst anzeigt, wie voll er ist. Das sieht man auch nicht anhand der Drohne.
dann vielleicht für andere noch interessant, weil sie es noch nicht gesehen haben, kann man hier auch den Controller, das schaut dann so aus, hat man dann halt hier, da steht jetzt Connecting, weil er die Drohne sucht. So, er hat sich jetzt verbunden. Und jetzt kann man hier zum Beispiel sehen, wie weit man noch nach vorne kann, wird die ganzen Akkus anzeigen, angezeigt, wie schnell man ist und. Ja, da gibt es da auch nicht wirklich zu sehen. Also da unterscheidet wirklich nur, dass die diese seitliche Hinderniserkennung hat, nach vorne hat, hinten und unten und eine Hasselblatt-Kamera hat mit einem 1 Zoll Sensor. Hat wieder die Lichter hier unten, dieses Mal sind es 2. Und ja, das war's auch schon. Mit der kann man auch ausschalten, wenn es geht. So, kann man das kurz auf die Seite legen. Dann, das war es ja noch nicht, wir haben ja noch mehr hier in dem Koffer, haben wir wieder mal das Ladegerät. Da kann man, ist ähnlich wie bei der R2S, kann man hier einstecken. So rum. Und dann hier noch ein Kabel, das befindet sich gerade da drin, aber das müsste ich jetzt rausfummeln. Habe ich gerade keine Lust, nicht wirklich. Dann hat man hier noch versteckt ein integriertes Ladekabel. Dann kann man den Controller auch gleich mitladen. Kann wieder reintun. Dann haben wir hier Propeller. Die sind nochmal etwas größer als die von der vorherigen. Also im Vergleich auch zur Miniserie. Sind zwar nicht erheblich, aber ist schon ordentlich mehr dahinter. Dann haben wir noch hier 2 Ersatzpropeller. Nochmal so ein Ersatzkabel. Noch ein Ersatzkabel. Sticks. Und einen Adapter. Kann man zum Beispiel jetzt einen USB-C-Anschluss dran tun. Also USB-Stecker dran tun, da hat man hier vorne einen anderen Anschluss und kann das zum Beispiel wieder an den Controller dran schließen. Nimm einfach ein USB-Kabel. Und ich glaube, das war's sogar. Filter haben wir für die noch keine. Ist aber mal für geraume Zukunft geplant, welche zu holen. Da einfach die Aufnahmen besser ausschauen mit Filtern. Dann haben wir hier auch noch im Controller sind hier die Sticks dann drin. Also nicht so wie im Controller, dass die unten sind, sondern die wirklich, wenn man die hier zumacht, dann kann man die auch nicht mehr sehen. Das ist jetzt locker. Dann kann man die Antenne wieder, wenn man die dreht und erst den da, den, ist das auch wirklich richtig kompakt. Kann man den reintun. Zuerst den Gimbalschutz, vergesse ich jedes Mal. So. Zuerst so. 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 Und. Dann haben wir hier zum Beispiel noch die Fächer. Da unten 2. Wieder für die MicroSD-Karte. Da benutzen wir am liebsten die von SanDisk. Das sind solche Pro-Versionen, also die Extreme Pro, weil die einfach wirklich die flüssigsten und schönsten Aufnahmen dann machen, also abspeichern. Jetzt geht es nicht zu. Dann haben wir hier noch ein Fach. Da ist jetzt gar nichts drin. Also, beziehungsweise so ein Knopf, aber für den weiß ich gerade nicht, für was der ist. Kann ich euch leider gerade nicht sagen. Und haben hier noch etwas, also wieder diesen USB-C-Anschluss, damit man die zum Beispiel an einen Computer anschließen kann. Und ja, wenn zum Beispiel wenn irgendein Fehler da ist, dass sie das aussehen können, dann hier halt für die Lüftung. Fächer hier hinten an der Seite. Und ja, das war's mit der Drohne auch. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Drohne.
und zwar zur DJI Mini 3. Das ist tatsächlich der Nachfolger von der Mini 3 Pro. Ist eigentlich eine und dieselbe Drohne, nur halt ohne Hinderniserkennung. Damit ist sie ein bisschen eingeschränkt und hat keinen Active Track und kann halt auch nicht automatisch ausweichen. Kann man auch mal kurz einschalten. Das Coole ist bei der, es hat keine andere Drohne, wenn man die einschaltet. Hat die solche pinken Lichter, habe ich noch nie wo gesehen, außer bei der. Dann kann man die halt auch einschalten. Aber das haben wir ja schon bei der Mini 3 Pro gesehen. Eigentlich, das ist halt nur mit einem anderen Controller, und zwar mit dem RCN 1 Controller und halt nicht mit dem RCN 2 Controller. Ja, das war's dann auch schon so gesehen mit den Drohnen. Sage ich jetzt mal so. Die stelle ich wieder auf die Seite. Haben wir halt hier noch sämtliche Taschen, wo man die Drohnen halt für unterwegs dann lagern kann. Also damit man halt nicht die ganzen Koffer mitschleppen muss. Also da dürfte jetzt auch nicht wirklich viel drin sein. Kann sie mal aufmachen, damit man es sieht. No, da haben wir jetzt noch ein Band für den RCN2 Controller. Kann man festmachen und dann kann man sich halt das Controller um den Hals binden. Muss man nicht die ganze Zeit halten. Aber im Großen und Ganzen ist halt das so, hat man hier halt noch so ein zusätzliches Fach. Und hier oben kann man dann zum Beispiel die Ersatzpropeller oder so reintun. Ich hoffe, man sieht's. Und hier vorne haben wir dann noch ein Geheimfach, sage ich jetzt mal so. Kann man auch noch was reintun, weil das sieht man halt nicht wirklich. Wenn ich das zumache und das Band jetzt da nicht wäre, dann würde man es nicht wirklich sehen. Das ist im Endeffekt das gleiche wie bei der. Und der hier, da sind eigentlich nur die Größenunterschiede wirklich da. Das geht sich auf. Hier ist noch ein Akku drin, den sollte man raus tun, vielleicht laden oder auch nicht. Wie nennt man das jetzt? Propellerschutz, genau. Das ist für die Mini-Serie. Hier ist noch ein Kabel drin. Und halt Bänder. Das ist zum Beispiel jetzt ein anderes Band. Das kann ich mal auf die Seite tun. So, die kann man zum Beispiel jetzt hier, wenn man das hier aufmacht, das Kabel erst raus, weil sonst kriegt man ein Problem, sonst muss man das Ganze wieder abmachen. Oh, andersrum. So. Kann man den hier reintun. Muss auch achten, dass wirklich dieses Loch hier dort ist, wo das Kabel raus kann. Dann kann man sich so einen Hals binden. Also sollte man nicht so machen, wenn das Handy nicht drin ist. Weil sonst kann es sein, dass es sich löst und der Controller runterfällt. Ist mir schon passiert. Ist nicht besonders empfehlenswert, den Controller runterzuschmeißen. Lässt sich aber leider nicht immer vermeiden. So, dann haben wir auch unser ältestes Mitglied. Das ist eine alte Drohne, mit der hat es eigentlich wirklich angefangen. Das ist eine Ichachine oder wie auch immer dieses Ding heißt. Das findet man nicht wirklich. Hat jetzt gerade kein Akku drin, weil leider haben sich die Akkus letztens aufgebläht und waren halt wirklich nicht mehr zu benutzen. Hat halt wirklich noch so eine richtig kleine Kamera. Die könnte man, glaube ich, auch gar nicht elektrisch verstellen. Können kurz nachschauen. Auf jeden Fall, mit der hat es angefangen. Und die hat auch keinen Bildstabilisator oder Gimbal. Das ist wirklich schon eine richtig alte. Also muss kurz gucken, wo die App ist. Da ist die App. So, hat man hier noch dieses Play-Logo mit so einer Art Spielen. Hat man hier. Ich kann es leider nicht zeigen, weil kein Akku drin ist. Ja, es ist halt wirklich die Ansicht gewesen, wenn die noch verbunden ist, dann war halt im Hintergrund noch das Bild, aber so hatte man alles. Kann man schauen, ich habe noch einen Akku. Hab einen Akku gefunden. Ist wirklich noch einer drin. Also nicht so wie bei dem, wo es wirklich ein Leergehäuse ist. Da sieht man dieses silberne, das ist der Akku. Kann jetzt reintun. So, wenn ich die jetzt anschalte. Wenn sie überhaupt angeht, hat so einen richtigen Eigenwillen.
So. Also die hat wirklich keinen Controller, die musste man damals wirklich mit dem Handy so steuern. Geht auch noch über Wi-Fi. Also hat jetzt nicht besonders die weiteste Reichweite. Kurz warten. Braucht ein bisschen lang. Genau. Wenn sie sich mal verbindet, so, das ist verbunden. Jetzt kann man die App gehen. Und jetzt sieht man wirklich, man hat dieses alte Bild noch ohne Bildstabilisator. Können wir jetzt mal kurz sperren. Also ist auch noch recht laut im Vergleich zu den neueren Drohnen. Und ja, also hat halt noch diesen Flip-Funktion, sage ich jetzt mal so, dass die sich halt auf der Stelle halt so flippen kann. Funktioniert aber nicht wirklich. Aber auf jeden Fall, mit der hat es angefangen. Also die war wirklich der Startschuss, warum dann die zusätzlichen Drohnen gekommen sind. War noch eine dazwischen, aber die war wirklich Problemfall. Die ist kaum zu fliegen, da ist die noch besser, obwohl die sich nicht mehr auf der Stelle halten kann. Also, ja. Schaut so richtig aus wie ein UFO oder so ein U-Boot, wenn die zusammengeklappt ist. Auf jeden Fall ganz lustig. So, das war's mit dem Drohnenzubehör. Dann kommen wir gleich zur nächsten Kategorie. Und ja, dann räumen wir das auf und bis gleich. So, wir sind zurück. Wir haben jetzt die Drohnen aufgeräumt und haben die nächste Kategorie geholt. Wie man sieht, kommen wir jetzt zur Kategorie Lampen, also Taschenlampen. Fangen wir erstmal an mit der ersten, die wir hatten. Das ist die LED-Lenser P7R. Die P7R, genau. Falls ihr euch fragt, was das für ein Zettel ist, ich musste mir einen kleinen Spicker machen, da ich mich nicht so gut damit auskenne jetzt. Ist eine etwas dunklere, also eine günstigere Taschenlampe von den ganzen hier mit 1000 Lumen und 210 Meter Reichweite. Also sieht man, kann man noch heller stellen. Also das ist jetzt der dunklere Modus. Wie geht's jetzt? Jetzt hat's jetzt ist heller. Das Coole bei den LED-Lensern ist, die kann man hier verstellen, also mit dem Ding, wenn man hier dran zieht und drehen, kann man den Kreis halt höher oder dunkler schalten. Kann ich an der Wand zeigen. Also hat man einen kleineren Kreis, einen größeren Kreis. Ja, das ist der größere. Das war es dann auch schon. Ja, genau, kann man den dunkleren Kreis machen und den helleren Kreis. So, ist aus. Das war schon die erste. Dann kommen wir jetzt zur nächsten, die P7R. Nein, die P7R Core. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, hoffe ich. Die hat dann nicht mehr so wie bei der P7R normal diesen Knopf hier hinten dran zum Einschalten, sondern die hat schon hier vorne, kann man es auch bequemer. Es ist auch schon eine hellere mit 1400 Lumen, also 400 Lumen mehr und 300 Metern Reichweite. Kann man auch heller stellen, oder? Ah, das sind verschiedene Modi. So, jetzt ist die heller. Die müsste eigentlich wieder den verstellbaren Kreis haben. Genau. Jetzt mal so, dass man die dreht. Also nicht mehr wie beim Rein- und Rausziehen, sondern wirklich mit dem Drehen kann man den Kreis wieder einstellen. Also man kann den klein oder ganz groß oder halt so zwischendrin einstellen. Dann kann man halt hier, das machen wir heute groß. So an. Verschiedene Modis. Ist ein bisschen dunkler. Jetzt ist ganz dunkel, also wirklich extrem dunkel. Dann hat man so ein SOS-Light. Kann man jetzt noch zum Beispiel nochmal. Jetzt kann man zum Beispiel so ein helleres und Ding machen. Ich weiß nicht, ob es die Kamera so auffassen kann, wie hektisch das gerade ist. Und das war es, glaube ich, auch schon mit der, oder? Ja. Hat man halt das Licht und das war's. So, jetzt kurz warten. Das ist bei der, wenn die hat so einen grünen Kreis, wenn man die Modis durchwechselt. Wenn der ausgeht, dann kann man nochmal draufdrücken und dann geht die Taschenlampe aus. Dann kommen wir zu der etwas höheren, sage ich jetzt mal. Da die uns damals nicht gereicht hat, kam dann die LED-Lenser P7R Signature. Die hat auch schon diesen Knopf hier. Kann man dann, wenn man drauf drückt, ist die Helligkeit
Die kann man dann verstellen, ist jetzt ein dunkleres, noch dunkler und aus, glaube ich, ja. So, das Ganze, und dann hat man, also wieder mal, ich glaube, das ist gar nicht so, da hat man hier halt dieses Rad und da kann man halt zwischen diesen Modis wieder durch switchen. Das ist dieses SOS. Dann haben wir halt wieder das wie von vorhin, Zelle und im Endeffekt noch das, was die anderen nicht haben, so ein rotes Licht. Und dann so auf dem Boden macht. Ist zwar jetzt nicht hell, aber man müsste es eigentlich schon sehen auf der Kamera. Und jetzt stellen wir das mal kurz zurück. Ich glaube, jetzt ist Standard. Und aus. Die hat wieder das mit dem grünen Punkt wie die andere. Dann kommen wir auch schon, weil uns die LED-Lenser dann irgendwann auch nicht mehr gereicht haben, weil die auch zu dunkel waren. Kamen dann, sind wir dann zu OLED gewechselt. Es ist Marktführer, sage ich jetzt mal, in den Taschenlampen mit 7000 Lumen und 600 Metern Reichweite. Da haben wir jetzt ein bisschen andere Bedienung. Wir müssen jetzt am Rad drehen, lustiger Wortwitz, bis so Punkte erscheinen und dann kann man erst die Taschenlampe anschalten. So ein Sicherungsmodus, damit die zum Beispiel in einem Rucksack jetzt nicht auf einmal angeht, weil die halt sehr schnell warm wird. Dadurch, dass die so viele Lumen hat, können wir jetzt hier wieder anzeigen, kann man die Helligkeit verstellen. Also da ist wirklich schon ordentlich Wumms dahinter. Und bei der ist es halt leider so, nicht wie bei den LED-Lampen, wo man automatisch verstellen kann, sondern kann man halt wirklich nur großer und kleiner Kreis einstellen. Und ich glaube, es wird mit dem hier gemessen, also die Reichweite. Also die macht schon ordentlich. Dann kann man hier, wenn man noch lang gedrückt hält, kann man zwischen Farben wechseln. Also das hat die Marauder Mini nur. Also da kann man auch die Helligkeit dann einstellen. Dann ist es rot, dann haben wir hier noch grün. Haben wir blau noch. Es gibt nicht. Ja, das war es schon. Also hier wird jetzt auch schon ganz schön warm. Deswegen schalte ich die jetzt mal aus. Das war es auch mit der. Ich gehe mal kurz auf weit zurück. Und dann kam irgendwann noch die OLED Seeker 4 Pro dazu. Die hat wieder das mit dem Drehen. Ja, genau. Die hat hier auch so zwei Balken. Das habe ich jetzt vergessen, euch zu zeigen. Ja, ein bisschen anders. Die Marauder Mini, die hat so blaue Punkte, die hat so grüne. Wenn man da dreht, muss man halt drehen und dann kann man sie anschalten. Kann man wieder die Helligkeit verstellen. Das ist halt jetzt schon das Maximum, aber sind trotzdem 4600 Lumen mit 260 Metern Reichweite. Also, aber die hat wirklich nur die Funktion, da kann man nur die Helligkeit verstellen und das war es auch schon. Genau. Dann hat man hier zum Beispiel, dass man den Akku hier sieht, also den Akkustand auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt die Helligkeit, die eingestellt ist. Kann man die auch mal aufschrauben, damit man mal von innen sieht. Das ist halt der Deckel von unten, damit der Akku berührt wird. Das ist der Akku 5000 mAh mit 3,6 Volt von OLED selbst. So schaut die halt von innen aus. Ja. Dann können wir mal bei den LED-Lensern mal von innen zeigen. Ist auch wieder hier unten, wird aufgeschraubt. Oh. Gehört das so? Okay. So. Haben wir hier einen Akku. So schaut es wieder von innen aus. Und so von hinten ein bisschen anders. Hat jetzt hier hinten eine Feder. Haben wir den Akku von LED-Lenser 4000 mAh, 3,7 Volt. 0,1 mehr als beim alten, also beim anderen, glaube ich. Ne, das sind sogar gleich. Dann haben wir hier zum Beispiel noch eine Powerbank vom LED-Lenser. Kann man für normale Handys zum Laden nehmen oder wenn man zum Beispiel für die Taschenlampe jetzt braucht, kann man da unten das Rad aufmachen. Hat man auch so ein Ding, so Zeichen, geschlossen und offen, damit man sieht wirklich, was ist. Dann hat man hier noch zusätzliche Akkus für Taschenlampen drin.
die man nutzen kann. Kriegst jetzt leider nicht raus. Aber ja, das war's. Also es ist auch ganz sinnvoll, kann man wieder zumachen. So, kann ich hier unten oben zum Beispiel draufklicken und dann sieht man, wie voll die Akkus sind. Ich weiß nicht, ob das insgesamt sind oder für beide unterschiedliche Seiten. Genau, für rechts und links die LEDs. Kann man den wieder reintun. So, wie war der drin? So, glaube ich. Ja. Ja. So. Ja, genau. Warte, jetzt müssen wir warten, bis das grüne Licht wieder aus ist. Die Akkus sind im Endeffekt identisch bei den Taschenlampen. Jetzt haben wir die noch von der großen. Die ist natürlich. Und desto größer die Taschenlampe, meistens desto größer der Akku. Also man sieht wirklich schön rein. Vor allem mit dem Orange von der Taschenlampe, das ist ganz cool. Das ist der Akku. Haben wir zwei davon. Noch einen zusätzlichen gekauft, weil der doch recht schnell leer geht. Also er hält lang, aber desto leerer er geht, desto dunkler wird die Taschenlampe. Und damit man halt nicht irgendwo aussitzt bei Ausflügen, noch einen zusätzlichen Akku. Dann, das war es noch nicht alles mit den Taschenlampen. Also mit denen haben wir jetzt zum Beispiel hier noch solche Art Cases, sage ich jetzt mal. Also das ist für Ola, also für die Ola-Taschenlampe, für die Mara oder Mini. Kann man hoch und reinstecken. Und damit die halt nicht verkratzt, man halt wirklich so ein Rest ist, was man hier in so einem Tragegurt dran tun kann, am Rucksack oder so. Das schaut dann so aus, kann man auch hinstellen. Das ist für die gewesen. Kann man auch rein und damit die auch nicht verkratzt, ist wirklich. Also da kommt eigentlich kein Kratzer rein. Hat man die noch? Das ist ein anderer, also es ist immer anders. Die hat jetzt so einen Klettverschluss, aber es macht trotzdem keinen Unterschied. Ist trotzdem wirklich fest und kein Kratzer. Die hat einen Magnetverschluss. Also das ist mit so einem, mit einer Noppel hier, kann man wirklich, und drauf ist es, das muss man wirklich nicht mal zusammendrücken. Nicht wirklich. Und die auch mit so einem Klettverschluss. So, jetzt stellen wir das kurz zurück, damit es besser ausschaut. So, so. Kann man wieder wegtun, die Taschen. Zack, zack. Und zack. Dann haben wir hier die Ladegeräte. Das ist zum Beispiel. Jetzt, warte, fangen wir erstmal mit den OLED an. Haben wir hier hinten so ein Magnet, also so ein Induktion-Ladegerät. Kann ich jetzt nochmal zeigen. An der Powerbank habe ich extra hier auf die Seite gelegt. Stecken das mal kurz an. Und dann müsste, genau, haben wir hier so ein LED hinten dran. Das ist jetzt grün, weil die Taschenlampe so voll ist. Ja, das ist die Ding. Powerbanks nehmen wir meistens solche großen her, weil die echt wichtig sind. Also meistens ab 20.000 Lumen auf, Milliampere aufwärts. Es ist jetzt eine mit 20.000, also noch eine etwas kleinere, die wir hernehmen. Haben wir hier noch eins, das ist für die andere. Da sind solche Schutzabdeckungen drauf. Es ist eigentlich so ein einfaches USB-C, aber kann man auch mit dem hier laden. Also die hat auch dieses USB-C. Ja, wobei, ich glaube, das war für die Mara oder Mini. Egal, spielt keine Rolle. Es ist beides für OLED. Ja, dann haben wir hier, welche war das jetzt? Die da hat auch so ein Induktionsladegerät. Nehmen wir jetzt mal für die LED-Lenser-Taschenlampe eine LED-Lenser-Powerbank. Sieht man, die hat jetzt ein rotes Licht hier und da so ein blaues. Also eigentlich ganz simpel zu verstehen. Und haben halt auch noch hier so eins mit so zwei Noppen. Müsste manchen von euch bekannt vorkommen von solchen Uhren, also solchen Watches. Kann man auch einstecken. Und dann ist hier so ein Ladeanschluss.
Es ist auch magnetisch und dann steckt man es hier einfach drauf. Es geht. Geht gerade schwer, weil es halt eingebunden ist. Bei uns sind halt die Kabel sortiert nach Farben. Gelb steht für LED-Lenser, blau für OLED. Damit man die wirklich schnell griffbereit hat und nicht wirklich rumsuchen muss. Dann kommen wir auch schon zu den, tun wir das kurz auf die Seite, Stirnlampen. Die hatten wir uns damals für Lost Place Geschichten gekauft gehabt, die wir machen, da man nicht die ganze Zeit die Taschenlampe in der Hand halten muss, sondern wirklich frei hat und auf dem Kopf und die zeigt, wo man hinschaut. Hat man hier, haben wir jetzt hier so eine günstigere mit rotem Rücklicht. Die ist jetzt für den etwas kleineren Mann, damit man den noch sieht. Dass man den halt sieht, wenn der von hinten ist. Haben wir hier so eine Standard-Ding. Und dann kommen wir jetzt hier schon zu den etwas besseren. Kann ich mal kurz einen raustun. Sind dann hier diesen Luftpolster, damit die nicht kaputt gehen. Also die waren schon in Benutzung. Kann man wirklich hier die Helligkeit einstellen. Also für Stirnlampen sind die schon erstaunlich groß. Man kann halt das Kreis hier einstellen, dann noch heller. Und dann kann man hier halt das außenrum leuchtet einstellen, noch heller. Dann hat man hier zum Beispiel noch rotes Licht. Rot-grün flackernd. Und das war es auch schon. Genau, also so im Großen und Ganzen. Machen wir später auf. Hat man hier halt noch Kabel dabei, damit man die laden kann. So zum Micro-USB, also noch solche alten Ladeanschlüsse. Haben wir jetzt mal, weil es bestimmt manche gibt, die meinen, auf Video kommt es vielleicht ein bisschen dunkler vor. Eine andere Taschenlampe, eine herkömmliche, damals sehr recht beliebt war und wirklich hell für die damalige Zeit. Und wenn wir jetzt mal gucken, was die jetzt macht, also das ist jetzt nicht mehr wirklich hell, kann man auch noch so verstellen. Also das ist wirklich Maximum. Wenn wir jetzt mal die dunkelste nehmen und auf hell schalten, dann sieht man, ist zwar ein bisschen dunkler der Farbton, aber die machen wirklich wesentlich mehr. Nehmen wir jetzt mal die Taschenlampe mit den 7000 Lumen. So, also das verschwindet wirklich dahinter. Also den sieht man dann gar nicht mehr, den Punkt. Also das war eine Taschenlampe, das ist eine Maglight von damals. Die haben die Polizei und so benutzt damals. Ist eigentlich jetzt so zur Zeit nichts mehr wirklich mehr an Helligkeit. Kann man schauen. Die Ausschrauben. Die benutzen wir halt nicht mehr. Ist halt wirklich schon anderer Oschi. Die hat dann wirklich solche Batterien. Also zum Unterschied, das sind die Batterien von der hier. Die hat halt zwei davon. Ja, also ist halt damals hell gewesen, sage ich jetzt mal. Aber heutzutage eigentlich nichts mehr. Ja, dann räumen wir das auf. Ich glaube, das war's soweit. Ja, und dann geht es dann gleich weiter zur nächsten Kategorie. Wer unsere Unboxings letztens von der DJI gesehen hat, der wird wissen, was sich hier drin befindet. Wir fangen jetzt erstmal mit der kleinen Tasche an. Ist gerade aktuell nicht viel drin. Ist eine kleine. Haben wir hier ein Kabel zum Aufladen. Und ein Puschel, und wer sich ein bisschen damit auskennt, der wird schon wissen, um was es sich hier befindet, und zwar um das DJI Mic. Das habe ich gerade eins befestigt. Das war es auch schon mit der Kleintasche. Dann tun wir die wieder auf die Seite. So, und dann kommen wir zur größeren. Machen wir auf. Dann findet sich das Case. Zwei Puschel, zwei Kabel
und der Tasche. So. Aha. So, stellen wir die wieder hin. Schaut schön aus. Dann haben wir halt die Pusche, die Ladekabel. Das hier ist zum Aufladen, das kann man hier reintun und in den Adapter oder Powerbank stecken. Dann haben wir hier zwei Mikrofone und halt das dritte zusätzlich, das noch dran hängt. Dann den Empfänger, da kann man zum Beispiel sehen, wie laut die Lautstärke gerade ist. Das ist ganz cool gerade zu sehen. Dann einen Anschluss und noch einen Anschluss für Apple halt, einen Lightning und ein USB-C für andere Marken wie Samsung, Google etc. Dann haben wir ja hier halt das Ding. Es besteht aus so einem Softgummi, sage ich jetzt mal. Ja, es ist auch schon so im Großen und Ganzen, was sich dahinter bewirkt. Also das sind die Mikrofone, die wir halt besitzen, mit denen wir die Tonaufnahmen machen. Das sind halt einfach schönere Tonaufnahmen dann. Kann man auch einfach reinstecken, das ist so eine Induktion. Und dann kann man hier auch zum Beispiel sehen, wie lang das zum Laden noch braucht, wie weit das ist, wie voll und so. Das ist ganz cool, weil die Teile haben eine Akkulaufzeit von 50 Stunden, das Mikrofon. Also die halten wirklich lang, da braucht ihr keine Angst haben, dass es euch auf einmal leer geht. Und das Case, das befindet sich auch noch voll, das haben wir jetzt auch nicht wirklich geladen in letzter Zeit. Also die Akkulaufzeit hier ist wirklich top. Und das war's auch schon mit dem Mikrofon. Ja. So, jetzt kommen wir zum vermutlich größten Thema. Und zwar zu Video und Foto. Machen wir jetzt als erstes die DJI Osmo 6. Zum Auspacken. Das ist das Gerät, mit dem wir gerade eben gefilmt haben die ganze Zeit. Deswegen machen wir das auch als erstes, damit wir es gleich wieder nehmen können. Klappt man im Endeffekt so aus und dann schaltet sich es automatisch ein. Das ist so ein richtiger Schnellstart. Wird auch so genannt von DJI. Kann man hier unten dann das festschrauben, hat man so einen festeren Griff, damit man stabilere Aufnahme kann. Kann man auch ausklappen. Kann man es hinstellen. Hat man hier so einen Magnetverschluss noch. Kann man wieder das Handy nehmen zum Einsatz. Und das steckt man dann hier drauf. Sollte man allerdings aufpassen, wenn hier so ein roter Ding ist, dann ist das, also dann ist damit gemeint, dass das nicht richtig drauf ist. Das habe ich jetzt mit Absicht nicht richtig drauf getan, um es zu zeigen. Wenn ich es jetzt richtig drauf tue, müsste jetzt so ein grüner Punkt erscheinen. Genau. Dann tun wir das kurz einschalten, Sandy. So. Und dann brauchen wir die DJI Mimo App. Es geht. Genau, kann man hier halt. Ist gerade nicht verbunden. Ist mit dem falschen Handy gerade leider verbunden, weil wir mit dem anderen gefilmt haben. Verbindet sich mit Bluetooth automatisch. Auf jeden Fall mit dem filmen wir halt ständig. Hat man hier jetzt den normalen Modus mit Folgen und Schwenken. Dann gibt es noch den Neigachse gesperrt, glaube ich, ist das jetzt aktuell. Dann gibt es noch den FPV-Modus, das ist dann so ein wabbeliges und dann gibt es noch ein anderes, dass das halt, keine Ahnung wie das gerade nicht heißt, ich habe das Programm gerade nicht, kann es nicht öffnen, dann haben wir halt hier den Zoom, dann können wir dann die Schärfe auch dann an dem Rad einstellen, da hat man hier hinten so einen Button, wenn man jetzt zum Beispiel an dem Ding hier verstellt, und kann man hier zweimal drauf drücken, dann kommt sie halt automatisch zur Startposition und wie gesagt, man kann halt an dem kann man halt bewegen, wie es eingestellt werden soll, kann man die Kamera halt jetzt mit Doppeltipp hier querstellen, kurz zurück und kann man jetzt zum Beispiel nach unten zeigen lassen, damit man halt zum Beispiel nur die Hände sieht oder so. Kann man wirklich auch ganz einfach, wenn man den festhält, kann man den Magnetverschluss hier abziehen. Ist auch ganz schön mit diesem Astro-Design, mit dem DJI-Logo.
Und wenn man das jetzt zusammenklappt, ist ganz einfach, und zumacht, dann geht der auch automatisch aus, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Mach mal wieder auf. Dann tun wir das gleich ab, dann kriegt das andere Handy das jetzt gleich, damit wir mit dem für ein stabileres Bild weiter filmen können. So, wir haben jetzt das Stativ kurz gewechselt. Kommen jetzt zum weiteren Inhalt. Haben wir hier jetzt noch einen zweiten Magnetverschluss, auch hier mit den Initialen OM für Osmo. Dann haben wir hier jetzt noch so ein Säckchen, damit man das halt kompakter und einfacher mitnehmen kann. Es hat so richtig Mikrofaserstoff hier innen und außen so ein wuscheligen, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber da steht es in so einer Druckschrift Osmo drauf. Haben wir hier noch Kabel. Irgendwas anderes, was man eigentlich raus tun kann. Und ja, das war's schon mit der Osmo. Kann das kurz wieder einpacken, ganz schnell. Und dann kommen wir schon zum nächsten. So, zu. Das ist so ein Hard Case, sage ich jetzt mal, in dem es gelagert ist. Zoomen wir zurück. Jetzt kommen wir zu dem, was wir am meisten für Lost Places, Action-Sachen oder sonstiges brauchen. Dann kommen wir jetzt hier zur anderen Tasche. GoPro, wie man hier sieht und hier sieht und hier sieht, steht überall GoPro drauf. Machen wir jetzt das auf. Und dann kommen wir auch zu dem Hauptteil. Und zwar sind GoPros. Kann man hier die abtun. Sehen wir, haben wir hier eine mit blauer Schrift und eine mit grauer. Das ist jeweils die GoPro Hero 11 Black und die GoPro Hero 9 Black. Sind im Großen und Ganzen von der Optik eigentlich ganz gleich. Also da wurde nicht wirklich was verändert. Es sind halt wirklich die Kameraeinstellungen, die es machen. Also kann man jetzt mal gucken. Schaut von vorne aus. Die 11er hat natürlich einen schnelleren Start. Habt's gesehen, ich habe die gerade gleichzeitig eingeschaltet und die Elva war schon da. Ist halt schon ein wesentlicher Unterschied. Haben wir hier halt das Kamerabild. Finde ich immer noch die Farben von der 9er her schöner als von der Elva. Dafür hat die Elva halt mehr, was man machen kann. Zum Beispiel kann man hier bei der Elva 5,3K und 60 FPS filmen. Also das ist auch schon... Da setzt die aus, die macht ja 5K 30 geht schon. Also das ist das Maximum, bei der geht halt schon 5K 60. Aber meistens braucht man eh nicht mehr als 4K, weil YouTube kodiert es in 4K und dann bringt so oder so eigentlich nichts. So, dann kann man hier jetzt vorne noch einstellen, das Pad. Dass man voll sieht, wie bei der anderen. Jetzt kann man zum Beispiel sehen, ups, dass man jetzt zum Beispiel hier diese Pads hat. Also, ich schaue von vorne natürlich, man sieht halt den Weitwinkel bei der Elva, die hat einen größeren Sensor. Sonst ist eigentlich identische Kameras. Also, das Piepsen immer wieder das gleiche, ist immer wieder nervig. Kann man natürlich ausschalten, aber ist ganz gut zu haben. Haben wir hier eine Fernbedienung, die ist für die 9er. Die ist mit der gekoppelt, dass man zum Beispiel, wenn die jetzt auf dem Kopf oder einem Brustgurt ist, wie zum Beispiel dem hier, das ist ein Brustgurt, kann man so einen Schuh drauf tun, so heißen die Dinger anscheinend, kann man die GoPro dann festnicken und dann hat man die wirklich auf der Brust. Also dafür ist halt die Fernbedienung dann, dass man nicht ständig auf diesen Knopf drücken muss. Kann man dann halt in der Jackentasche, Hosentasche, weiß Gott was, das lagern. Haben wir hier ein Ladegerät, zwei zusätzliche Akkus in Blau und Weiß. Die Farben haben was zu bedeuten. Der weiße Akku ist ein größerer und hat eine größere Leistung als der blaue. Wobei der blaue halt einfach schöner ist mit dem GoPro-Logo hier von den Farben her.
Verstehe ich nicht, warum die das so gemacht haben, aber ist halt so, kann man nicht ändern. Haben wir das. Dann kommen wir zu einer wichtigen Sache. Und zwar ist das das Mod Case von GoPro. Das heißt, wir haben ein externes Mikrofon, dann Anschlüsse, die man hier hinten hat. Kann man das jetzt zum Beispiel aufmachen. Ist das so? Muss man bei der Elva ist das jetzt gekoppelt, das abmachen. Sieht man, hier ist der Akku, die Speicherkarte, wieder SanDisk und und. Also, dann tut man das hier reinschieben. Kann man das zumachen. Dann sieht man, man hatte einfach schon stabiles Gehäuse. Leider ist es jetzt nicht mehr wasserfest. Liegt wahrscheinlich am Mikrofon oder an diesen Abdeckhauben. Ich weiß nicht, kann man das hier noch festmachen. Und das Licht zum Beispiel jetzt an die Seite. Warum ich das an die Seite tue, ist einfach ganz wichtig. Weil wir hatten vorhin das Mikrofon wieder da. Das tue ich einmal noch mal kurz raus. Hier. Und das können wir jetzt nämlich, auch wenn es von unterschiedlichen Marken ist, können wir hier drauf schieben. So. Dann tun wir kurz ein Ding raus. Mikrofon. Wenn es sehen tut. Und jetzt brauchen wir das Kabel hier. Das tun wir auch mal kurz weg. So, braucht man das Kabel hier. Man könnte es natürlich auch über Bluetooth verbinden. Aber über Kabel läuft es halt einfach flüssiger. Tun wir das hier unten einstecken. Und dann ist. So, das kurz auch noch einschalten. Warum sich das jetzt nicht automatisch eingeschaltet hat, weiß ich nicht. So, und jetzt hat man wirklich, also die Lautstärke, die hier unten angezeigt wird. Es ist wirklich von dem Mikrofon und dann nicht mehr von dem hier. Sieht man. Also Test, Test. Und Test, Test, Test. Also es kommt wirklich von dem hier. Dadurch, dass das so ein starke Ding hat, könnte ich das jetzt auch noch nach da hinten legen und ich würde die Dingfrequenz haben. Dann habe ich hier noch das Licht. Das kann man so machen. Die Helligkeiten verstellen. Dann das SOS-Licht. Und ja, also man könnte auch die Abdeckung wegtun, aber das macht halt so ein weicheres Bild, ein schöneres, das man dann hat. Also so wird es auch schon ohne Abdeckung. Und so mit. Also es macht halt ein schöneres Bild. Aus. So, jetzt kann man das wieder ausmachen. Bestätigen. So, das lassen wir jetzt drin, weil das brauchen wir später noch, weil dafür gibt es noch ein Zubehör. So. Das tut jetzt einfach auch auf die Seite legen, nicht immer alles runterschmeißen, wäre auch sehr optimal. So, das können wir dabei reinlegen. Kann ich hier noch das Ding? Haben wir auch noch hier eine zusätzliche Ersatzlinse, falls die eine verkratzen sollte. Geht recht schnell. Lauter Kabel und noch Abdeckungen. Also zusätzliche hat man hier zum Beispiel eine, wo man das dann unten aufmachen kann. Kann man das die Ding nebenbei laden. Oder hier eine, die automatisch offen, also die richtig offen ist und mit so einem festeren Objekt. Dann haben wir hier, das ist selbst 3D gedruckt, das ist für die Speicherkarten, damit man einfach die Speicherkarten leichter rauskriegt, weil die halt recht klein sind und ist es halt oft schwer, das rauszukriegen. So, das tun wir dahin. Jetzt muss ich kurz ein Gewicht ertasten. Das hier ist es. Jetzt kommen wir nämlich, ach genau, richtig geraten. Zu den Stativen haben wir einmal ein normales Stativ, was wir ausziehen können und wieder einfangen können. Dann haben wir ein Stativ, kann man das jetzt nicht nennen, das ist ein Tauchergriff. Ist halt für Unterwasser sehr geeignet, haben wir auch schon ein paar mit der 9er gemacht, Unterwasseraufnahmen. Das kann man im Istrien-Video sehen, also von den Kroatien-Impressionen-Video kann man das sehen. Sind cool geworden. Dann haben wir hier einen Volta,
Der ist ganz cool. Dafür brauchen wir jetzt eine Schraube. Kommen wir auch schon zu dem Gehäuse. Da ist nämlich das ganze Zubehör drin. Haben wir hier zum Beispiel solche Schüchen, die man braucht. Die kann man zum Beispiel jetzt an den Tauchergriff festmachen. Gummi runter, damit es wirklich befestigt ist. Und das hält wirklich fest. Kann man die Neuner, habe ich das richtig drauf getan? Ja. Kann man die Neuner jetzt dran tun und dann hält es wirklich. Also man hat hier zwei Dinge, steckt man drauf. Und kann eine Schraube reintun und dann hält es wirklich bombenfest. So, aber was wir brauchen, ist eine Schraube, was wir schon erwähnt haben. Zumindest auf der Seite. Kann man nämlich hier die Ding raustun. Dann immer gucken, wie richtig rum ist. Wir haben nämlich hier so eine Seite, damit man die Schraube leichter reinschrauben kann. Schrauben wir die Schraube rein. Ich mache das jetzt nicht allzu fest. Da wir die jetzt nicht wirklich brauchen. Und dann haben wir hier auch wieder dieses Ding. Hier haben wir jetzt einen USB-C-Anschluss, den wir brauchen. Und dann können wir zum Beispiel hier über diesen Volter den anschalten. Seht ihr, ist jetzt an. Können wir ihn laden, also mit Bluetooth verbinden, dafür ist die Taste. Und kann ich hier als Aufnahme starten oder stoppen. Ja, mehr kann er auch nicht, aber er kann laden. Also ist eine super Powerbank. Da kann man das kurz abtun. So. Wenn es geht, also die Schrauben, die sind wirklich ätzend. Den kann man auch noch hinstellen. Schaut dann so aus. Ja, der kann so lala stehen. So, können wir auch wieder ausschalten. So, hier haben wir dann noch Kabel drin. Sonst war es das auch. Und ein paar Anleitungen, Zettel, sonstiges. Hier ist noch eher interessantes Zeug drin. Wie zum Beispiel ist das hier so ein Stirnband. Kann man auch wieder die GoPro dran tun, festschrauben und kann es auf den Kopf setzen. Dann hat man hier lauter Schüchen. Hier noch kann man das an ein Objekt festkleben und dann kann man den Schuh hier drauf tun. Und dann zum Beispiel RC-Autos kann man das jetzt drauf tun, Schuh drauf und dann hält es fest. Dann haben wir hier noch ein Gummigehäuse. Kann man das dran tun und dann kriegt man es leichter von Wasser runter, da die aber wasserfest sind. Das ist relativ. Das Interessante bei dem hier ist eher die Schnur, wenn man die an Handgelenk tun kann. Für was das ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ist ebenfalls von GoPro. Haben wir hier Schrauben, noch mehr Schrauben, noch mehr Schrauben. Das ist so ein zusätzliches Befestigungsteil, genauso wie das hier, wobei das eigentlich nicht von GoPro ist. Egal, hier haben wir noch ein zweites von dem. Noch mehr Schrauben und ein Befestigungsteil. Hier sind irgendwelche zum Auftragen von Schutzgläsern. Haben wir noch mehr Kabel. Das war es eigentlich auch schon an GoPro. Jetzt kommen wir zum anderen Zeug, zur Fotografie. Haben wir hier eine Tasche. Machen wir auf. Das erste, was uns entgegenkommt, sind Filter. Die sind aber erstmal uninteressant. Dann kommen wir nämlich zu dem wichtigen Teil. Und zwar zur Fotokamera, zu einer Spiegelreflex, zu einer 450D müsste es sein, genau, von Canon. Macht super Bilder, ist zwar schon etwas älter, das Modell, aber macht wirklich noch super Bilder, also so ist nicht. Dann haben wir hier noch Filter fürs Objektiv.
Sonnenschutz, noch mehr Sonnenschutz. Und hier Abdeckungen, dass wenn man zum Beispiel das Objektiv hier, das ist ja nicht fest, da ist hier so ein Knopf, wenn ich da drauf drücke, kann ich das drehen und dann kann ich das abmachen, die Abdeckungen drauf und dann kann ich das zum Beispiel auch besser verstauen. Das Objektiv ist ein 18 bis 55 mm Objektiv, also so standardmäßig. Also nichts Großes dran haben wir jetzt hier. Das möchte ich jetzt nicht wirklich auspacken, weil das muss ich alles wieder dann aufräumen. Das ist nicht wirklich lustig. Habe ich hier so ein, ja, keine Ahnung, mir fällt gerade der Name wieder nicht ein. Stativ, genau. Es ist aber nicht besonders stabil für die hier, weil die recht schwer ist. Haben wir Filter, Akkuhalterung. Hier ist zum Beispiel so ein Akku. Kann man da reintun. Und dann geht der Ding, also das hier nicht kaputt. Also dafür ist das da. Dann genau hier unten ist das Teil, wo man dann das Stativ reinschrauben kann. Habe ich hier noch eine Öffnung. Da genau kann man das Kabel von gerade eben reintun. Und ja, hier noch Akkufach und Speicherkarte müsste da auch drin sein. Ah, die Speicherkarte, Entschuldigung, ist hier. Das ist eine einfache Hammer 8 GB Highspeed Speicherkarte drin. Reicht voll und ganz aber. So, dann tun wir das mal kurz auf die Seite stellen. Und kommen wir schon zu der etwas neueren Kamera. So eine La. Fest drin. Zu der Canon Widerspiegelreflex Canon 2000D. Macht natürlich schon bessere, hochwertigere Bilder. Ist ein neueres Modell. Da kann man wieder Stativ, den Auslöser rein, wieder das ist für ein Kabel, HDMI-Kabel. Und hier ist zum Beispiel der Akku und die Speicherkarte in einem drin. Da ist wieder eine SanDisk, was ich empfehle, drin. Extreme Pro, weil die einfach wirklich die besten Aufnahmen abspeichern. Ist die Kamera von meiner Mutter. Die macht echt schöne Bilder. Hier der Akku. Kann auch schon Videos aufnehmen, hat aber leider keinen Stabilisator und damit ist es auch nicht so schön. Macht auch nur 1080p Aufnahmen. Reicht trotzdem. Also könnt ihr mal kurz anschalten. Ist auch automatisch. Jetzt machen wir kurz mit Videomodus, damit ihr es sehen könnt. Also das sind jetzt 1080p. Vorteil hieran ist halt, man hat einen optischen Zoom, genau, danke, statt einem, wie bei den Handys verbauten, digitalen Zoom. Ist halt, bei digitalen Zoom werden halt die Aufnahmen verpixelt, bei einem optischen Zoom bleiben sie halt in der vollen Auflösung. Kommen wir weiter, haben noch ein bisschen Schmarrn hier drin. Noch ein größeres Objektiv, ein 55 bis 250 mm Objektiv, ein bisschen größer als das andere. Wieder Abdeckhauben, aber die kann ich drin lassen, sonst weiß ich nicht wieder, wo es hingehört. Ein Mikrofasertuch mit so einem Universum-Aufdruck, um die Dinge wieder sauber zu machen. Und zusätzlichen Akku, hoffe ich war gerade nicht zu schnell, keine Ahnung was das ist. Sind noch mehr Mikrofasertücher drin. Brauche ich jetzt euch nicht zeigen. Dann ein ewig langes Kabel, was wieder so einen Anschluss hat, um Akkus zu laden. Für Ladegeräte meistens. So, kann man wieder reintun. Dann haben wir hier genau das Ladegerät, für das wir gerade das Kabel hatten. Auch wieder rein tun. Wenn es reingeht. So, und das war's eigentlich auch schon. Also das ganze Equipment, was wir hier haben, ist selbstverständlich alles selbst bezahlt. Also da ist kein Sponsoring gewesen oder so. Es ist wirklich alles
von selbst bezahlt. Also es wird jetzt gleich noch was kommen mit den Erziehautos, aber das zeigt mein Bruder. Und bis dann, bis gleich. So Leute, ich stelle euch heute meine kleine Taxisammlung vor. Fangen wir mit dem Kleinsten an. Also einmal haben wir hier einen Traxa Stampede, original mit Lichtset. Das einzige, was bei dem nachgerüstet ist, sind die Wheelie Bar. Dann haben wir als nächstes einen Traxa Slash in Maßstab 1 zu 10, genauso wie der Stampede 1 zu 10. Beide mit Heckantrieb. Der Slash ist aber umgebaut auf die Brushless Version. Lichtset haben wir nachgerüstet. Andere Stoßdämpfer sind drinnen. Da sind nämlich die Titanium-Stoßdämpfer drinnen. Dann andere Räder haben wir drauf gemacht, andere Radnaben. Genau. Da haben wir auch sämtliche Karosserien, also die blaue, die euch bekannt sein wird, die schwarze, die in dem Video dran vorkam, und die grüne, die ist vielen aber wahrscheinlich unbekannterer, weil die ich nicht so oft drauf habe. Dann haben wir einmal den TRX4. F150 High Trail in Schwarz, da haben wir aber vorher die braune Karosserie drauf gehabt. Da haben wir aber umgebaut gehabt, auch mit Seilwinde, Lichtset. Was haben wir noch? Genau, eigentlich nur Seilwinde, Lichtset und die Heckstoßstange ist umgebaut. Die war vorher, beide waren verchromt, also die Frontstoßstange und die Heckstoßstange waren verchromt. Da ist jetzt aber das technisch bedingt nicht möglich ist, das Chrom mit der Seilwinde, ist da jetzt die schwarze drauf. Dann haben wir einmal einen Traxas UDR, Maßstab 1 zu 7. Da habe ich ebenfalls eine zweite Karosserie, aber für den Fall, falls die irgendwann unerträglich aussieht durch Schäden und so weiter. Deswegen ist die auch noch in Alufolie eingepackt. Die habe ich extra noch in Alufolie eingewickelt, damit die während dem Lagerprozesses keine Kratzer und so weiter kriegt, damit die eine schöne, frische, neue Karosserie dann habe. Und dann haben wir einmal das größte Modell, den Traxas X-Max. Das ist die 8S-Version. Zwei von den Fahrzeugen haben Telemetrie, das ist einmal der TX4 und der UDR. Da kann ich aber immer switchen auf, wie ich gerade lustig bin, auf X-Max, UDR, TX4, da kann ich immer so hin und her variieren. Das wäre so im Groben und Ganzen jetzt, was es zu den Fahrzeugen zu sagen gibt. Der stärkste ist natürlich der Reihe nach aufgestellt, also nicht ganz der Reihe nach aufgestellt, haben wir als erstes den X-Max, dann haben wir den UDR, dann haben wir den Slash, dann haben wir den Stampede und dann das langsamste Fahrzeug ist der TX4, klar, der ist auch für Crawling gedacht. So getuned sind eigentlich keine Fahrzeuge, bis auf der Slash, der ist ja getuned. Das einzige, was ich noch beim UDR verändert habe, das sind die Aluminiumradmitnehmer, die von sehr vielen empfohlen worden sind. Genau, aber sonst eigentlich keine technischen Veränderungen bei X-Max und Stampede. Genau, kommen wir jetzt zu den zwei Ladegeräten, die ich verwende. Ich verwende einmal das Traxas Easy Peak Live. Damit können die einfachen NIM-Akkus geladen werden. Damit können die 3S und 2S-Akkus mit dem einfachen Anschluss verwendet werden. Genauso wie übrigens bei den NIM-Akkus, die haben auch alle den einfachen Anschluss. Und einmal, warum ich mir das Ladegerät gekauft habe, eigentlich wegen dem UDR, den hatte ich mir damals gekauft. Da ging halt ein 4S-Akku, die hatten aber einen anderen Anschluss, das wusste ich nicht, deswegen hatte ich das Easy Peak Plus. Da passt aber der Anschluss nicht rein, weshalb ich mir dann das Ladegerät zugelegt habe. Das Ladegerät verfügt über eine Bluetooth-Ladeanzeige, da gibt es eine bestimmte App, die könnt ihr euch aus Handy, Tablet oder wie ihr wollt, aufs Mobilgerät laden und damit könnt ihr dann den Ladezustand des Akkus abrufen jederzeit. Das ist bei dem hier nicht möglich, das ist ein einfaches, normales Ladegerät. Hier habt ihr dann noch eine zusätzliche Ladebuchse. Da könnt ihr dann halt solche Akkus laden. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber auf jeden Fall solche Akkus halt. Das hier sind dann meine Akkus. Ich habe einmal einen 3S-Akku mit 5000 mAh. Dann einmal den NIM-Akku. Den verwende ich aber eigentlich nie, weil mir die halt einfach zu schwach sind und ich Lipo-Akkus mehr mag. Dann habe ich zwei 4S-Akkus und einen 2S-Akku, der ist aber
momentan im X-Max, nicht X-Max, TX4. Und dann habe ich hier noch einen Akku, aber der ist mir leider ein bisschen aufgebläht. Das kann man daran erkennen. Ich glaube, das erkennt man auf der Kamera jetzt nicht so gut. Aber ich zeige euch den Vergleich mal. Wenn wir den hier mit der eigentlich flachen Oberseite drauflegen, dann können wir den schon so bewegen, dass es mit einem normalen, gesunden Akku nicht möglich. Also mit dem auch schon, aber der ist noch in Ordnung. Nehmen wir zum den vielleicht. Also das ist auf jeden Fall schon ein großer Unterschied. Dann kommen wir einmal zu den Hebebühnen, die ich benutze, damit die Dämpfer von den Autos nicht so beansprucht werden, wenn die längere Zeit mal stehen. Da habe ich mir über Amazon ganz einfach gekauft. Von Nufan. Diesen will ich, das sind einfach ganz normale Aluminium-Dinger. Die gehen eigentlich angeblich nur für 1 zu 10 und so weiter, aber wie ihr sehen könnt, steht auch der X-Max auf einem. Also, solange ihr die jetzt nicht irgendwo auf dem Tisch oder so stehen habt, auf dem Boden, reicht völlig aus, damit die Dämpfer nicht immer auf, also damit das Auto nicht das komplette Gewicht auf die Dämpfer, wenn es die ganze Zeit steht, drauf drückt. Dann habe ich einmal auch den UDR auf einem draufstehen. Das ist ein blauer, der steht auf einem roten. Und dann habe ich noch mal extra einen schwarzen. Für den TX hier, da habe ich mir extra einen aus dem 3D-Drucker gedruckt. Kann ich euch so einmal gerne zeigen. Die kommt dann hier einfach mit den Einstiegsleisten, nenne ich es jetzt mal heißen Einstiegsleisten, kommt man da einfach drauf und dann sitzt er da. Die einmal der Stampede und der Slash, der hängen einmal an den Wandhalterungen, ebenfalls aus dem 3D-Drucker. Die habe ich an die Wand gehängt und die hängen dann da einfach. Gut, dann kommen wir einmal zu meinem kleinen Ersatzteillager. Was ist hier? Das sind einfach Ersatzteile oder andere Teile, die ich mir aufgehoben habe. Unter anderem hier die untere Platte vom UDR, die ich damals hatte. Gibt es auch ein Video dazu, die ich ausgetauscht habe. Dann hier vom TX4 noch Stoßstange. Hier, das waren Aluminium-Upgrade-Teile vom Slash drinnen. Da hatte ich damals auf Aluminium umgebaut vom GPM. Die waren an und für sich waren die ganz gut, nur hatten die das Problem, dass die Fahreigenschaften vom Slash nicht ins Positive, sondern eher ins Negative gezogen hat. Deswegen habe ich da wieder umgerüstet auf die normalen. Sah optisch, fand ich aber geiler aus mit denen. Genau, hier einmal Querlenker, hatte ich alles auf Aluminium umgerüstet. Hat mir im Endeffekt im Prinzip nichts gebracht. Dann mit der neuen Karosserie kamen nochmal extra Stoßstangen an. Da habe ich aber die schwarzen bestellt habe für die Seilwinde und damit das zusammenpasst, habe ich die eben erstmal zur Seite gelegt. Genau, dann habe ich hier noch sämtliche Ersatzteile, die halt dabei waren. Ein kleines Ersatzteillager, was man gut, wo man sich gut noch Sachen bauen kann oder für Notfälle verwenden kann. Dann habe ich hier einmal mein Werkzeug. Für Licht verwende ich eine LED-Linse, Worklight. Die ist ziemlich hell. Die hat einmal ein helles Licht. Also zwei Stufen einstellbar, einmal dunkel, einmal hell. Und dann hat die einmal ein UV-Licht. Das ist aber ziemlich schwach, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. UV-Licht brauche ich bei C-Autos meistens nicht. Dann habe ich einmal noch ein 50er Dämpferöl. Da habe ich vor mir noch dieses Karussell zu bestellen. Da sind dann alle Dämpferöle, die es gibt von Traxxas, mit dabei. Dann habe ich hier einmal meine Werkzeugkiste, meine kleine. Da sind einmal Schrauben auf der Seite. Also silberne Schrauben, schwarze Schrauben getrennt. Warum? Weil diese schwarzen Schrauben original für Traxxas Modelle sind. Und dann habe ich hier halt noch sämtliches Zeug, was man eventuell brauchen könnte, wenn man unterwegs ist oder so, wenn man was verliert. Dann kann man das austauschen. Kommen wir zum Innenleben. Ist halt ein normaler Traxxas Werkzeugbinder, Kabelbinder zum Saufiltern. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele habe. Einmal ein Cuttermesser. Dann einmal eine Knipszange zum Basteln und das Wichtigste von allem, ohne den wäre ich aufgeschmissen, mein Werkzeug. Da sind also Feinmechanikerwerkzeug, da sind halt dann die kleinen Bits drinnen. Das ist ganz gut. Ein Maßband, keine Ahnung, warum da Maßband drin ist. Ein Edding habe ich noch drinnen. Mit dem Edding male ich dann meistens die Schriftzüge von den Reifen nach.
Das habe ich halt einfach griffbereit. Ein paar Pinsel, Schrauben, Zähne, das übliche Zeug, was man halt normalerweise in einem Werkzeugkasten drin hat. Schraubenzieher, Kabel, noch eine kleine Lampe, wenn man unterwegs ist, weil die benutze ich nur zu Hause. Den Werkzeugkasten nehme ich auch dann meistens über längere Touren mit, wenn ich mit den RC-Autos fahre, wie bei den Videos, wie zum Beispiel Baltham oder sowas, wenn wir da mal sind. Da nehme ich dann was mit, falls mir irgendwie unterwegs was kaputt geht, weil die Dinger sind schon echt sauschwer zu tragen. Da habe ich lieber das in meinem Rucksack mit dabei, anstatt die Dinger die ganze Zeit zu tragen, wenn was kaputt geht. Genau. Was habe ich noch? Dann habe ich für den TRX4 mir noch zwei Kisten ausgedruckt. Das sind die zwei besagten Kisten, die das optische Bild nochmal aufwerten sollen. Die muss ich aber mal schauen, wie ich die irgendwie befestige an der Karosserie. Genau. Ja. Dann zeige ich euch noch einmal, was wir mit den Autos jetzt konkret gemacht haben, was ich verändert habe. Technische Veränderungen. Fangen wir beim Stampede an. Wie gesagt, beim Stampede ist es ganz einfach nur die Wheelie-Bar hinten, weil der Stampede durch seine Größe und so natürlich neigt beim Gas geben wirklich nach oben, deswegen habe ich die Wheelie-Bar dran gemacht. Dann habe ich hier für den Slash einmal auch aus dem 3D-Drucker ebenfalls eine GoPro-Halterung, die kommt vorne drauf. Und dann zeige ich euch, was wir beim Slash nachgerüstet haben. Als erstes damals hatte ich beim Slash nachgerüstet das Licht, weil ich das Licht an sich ganz cool fand, deswegen habe ich das nachgerüstet. Dann einmal eine Karosserie, die schwarze, da gibt es sogar ein extra Video noch dazu zu der Karosserie, könnt ihr euch gerne anschauen. Die ist eigentlich nochmal zum selber lackieren, eigentlich. Das sieht man hier an diesem durchsichtigen Teil, aber die fand ich so ganz cool, deswegen habe ich die so auch gelassen. Also das hat schon seinen Grund. Dann hier sehen wir natürlich einen großen Unterschied. Die Chassiswanne davor, die war in dem Grauton. Dann und einmal alle, komplett alle blauen Anbauteile, die hier verbaut sind, sind anders. Also einmal hier, die hier, das da, die Stoßdämpferkappen. Das, ich weiß nicht, wie es heißt gerade, der Name ist mir gerade entfallen. Genau, Achsschenkel heißen die hier. Dann einmal, wie gesagt, der Brushless Motor, der Venelion. Also jetzt ein komplettes Brushless System. Und damit die Karosserie hier an den Splintaufnahmen nicht kaputt geht, habe ich mir hier halt noch so kleine Gummiunterlegscheiben getan. Dann einmal eine Aluminium-Servobox, also innen drin mit Aluminium-Zahnräder. Die alte ist mir leider kaputt gegangen, da haben sich die Plastikzahnräder ineinander gefressen und sind dann halt abgerotzt. Genau, soweit zum Slash, also getuned, Dämpfereinstellungen, also wie gesagt die Titan-Dämpfer. Ich habe hinten Probleme mit den Dämpfern, keine Ahnung warum, ich weiß nicht. Deswegen habe ich mir hier Abstandshalter, damit die härter ist. Ich habe es lieber, wenn die Dämpfung etwas härter ist. Das haben die Aluminiumdämpfer nicht so gemacht irgendwie. Auf jeden Fall sind die kaputt. Deswegen habe ich mir übergangsweise die Plastikstoßdämpfer, also die Original-Erstausstattungsdämpfer reingebaut. Die funktionieren, die machen trotzdem ihren Job. Kann ich nicht beklagen. So, dann kommen wir jetzt einmal zum TRX4. Ich nenne den TRX4 seit neuestem sehr gerne Verkabelungsungeheuer. Warum? Das seht ihr gleich, wenn ich hier die Karosserie öffne. Es ist wirklich alles verkabelt. Und das nur wegen dem Lichtset. Und dann Kabel, 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 Salat. Ja, also wie gesagt, Seilwind ist nachgerüstet, die Rockbeleuchtung, also die Steinebeleuchtung zum Crawlen ist nachgerüstet. Dann hier einmal die Box, die ist für das Licht in der Karosserie verantwortlich. Die wird hier überall nämlich eingeschraubt. Das ist der Connect-Stecker für den... für die Empfängerbox vom Licht. Genau, sonst ist leistungsmäßig, optischmäßig eigentlich nichts verändert, bis auf die Stoßstange halt. Aber genau, das ist ja schon, wie ich alles gesagt habe.
kommen wir dann zum UDR. Beim UDR ist ein, zwei Sachen sind verändert worden optisch. Das ist einmal das Seitennetz, das ist das Original von Praxas. Dann einmal die Radmitnehmer, aber die sind natürlich unter den Rädern, das sind Aluminiumradmitnehmer, weil angeblich die Plastikradmitnehmer, die verkeilen sich, verkanten sich ganz gerne, nutzen sich ab und dann dreht sich das wohl durch. Dann ebenfalls hier nochmal eine aus dem 3D-Drucker GoPro-Halterung, die kommt hier hinten drauf und scheint dann im Prinzip durch die Fahrgastzelle, also durch Führer aus. Ich werde die Karosserie von dem jetzt nicht abnehmen, weil das halt einfach zu lang dauern würde, weil die mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Schrauben festgemacht ist. Also das ist wirklich das nervigste Karosseriesystem, was Traxxas entwickelt hat. Da hätte man bestimmt auch irgendwie Clipless machen können, wie beim TRX4 oder beim X-Max oder beim Slash, jetzt neu mittlerweile Clipless Mount. Das habe ich mir auch überlegt zu holen, aber finde ich jetzt nicht tragisch, ich finde es mit den Splitten auch ganz gut. Dann kommen wir einmal zu X-Max. Auch X-Max hat ein Lichtset. Eigentlich haben bei mir alle Fahrzeuge Lichtset. Das muss man leider bei Traxxas nachrüsten. Es sei denn, man kauft es explizit mit, wie beim UDR oder beim Stampede. Beim X-Max gibt es eigentlich auch keine technischen Veränderungen, wirklich bis nur auf das Lichtset. Es ist beim X-Max wirklich nur das Lichtset gemacht. Ansonsten nichts. Da habe ich vor, ein paar Aluminiumteile eventuell irgendwann nochmal mit einzubauen, wenn ich lustig bin. Aber da mir auch das irgendwann zu teuer werden wird, wahrscheinlich muss man schauen, was in die Zukunft bringt. Das wäre soweit jetzt eigentlich alles gewesen von meinem Traxxas Equipment, was ich habe, was ich benutze, was ich brauche, was ich empfehlen würde. Genau, das war's. Wir haben das Ende des Videos erreicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Es war sehr viel Aufwand, das Video zu drehen, auch wenn es vielleicht nicht so ausschaut. Aber auf jeden Fall würden wir uns über ein Like freuen. Schreibt am besten auch einen Kommentar. Ist immer sehr positiv zu sehen, wenn Leute wirklich darauf auch antworten und nicht so einfach nur anschauen. Wie gesagt, ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.